Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2, der Story-Modus. Der kleine Toad hat einen wichtigen Auftrag für uns. Ich drehe hier durch. Während die Bauleiterin sich gerade Tee gemacht hat, sind alle Bauarbeiter entführt worden. Du musst sie sofort alle zurückholen, am besten bevor die Bauleiterin etwas davon mitbekommt. Sie muss sich schließlich auf die Planung konzentrieren. Vorarbeiter Toad, erreiche das Ziel mit allen 5 Toads. Okidoki. Das ist ja furchtbar. Die Toads wurden entführt, beziehungsweise sind hier verstreut. Die große Toad-Extraktion. Und ich hoffe mal, dass ich hier alle Toads finden kann. Klassiker natürlich mit dem Block da rechts. Ich weiß nicht, wo die sind. Ah, okay, kriegt man sie gezeigt. Also ich muss hier in mehrere Richtungen laufen, um dann jeweils einen Toad retten zu können. Und hier unten fängt die ganze Geschichte anscheinend an. Also hier oben werde ich wahrscheinlich irgendwie einen Toad retten können. Ja, da ist der erste schon mal. Und witzigerweise schaltet man dann hier diesen Weg frei. Heißt, da wird dann der Bomb-Omb ausgelöst. Beziehungsweise, ihr habt es ja gerade gesehen, also da war ein Bomb-Omb und der ist explodiert. So, jetzt muss ich es nur noch schaffen, hier zu überleben. Dann kann ich mir nämlich direkt den nächsten Toad hier holen. Das hat auch geklappt, das war jetzt nicht ganz so schwer. Und auch hier explodiert wieder mal ein Bomb-Omb und legt uns den Weg frei. So, dann gehen wir jetzt einfach mal nach oben links und dann nach unten links. Und dann haben wir das. Wirkt jetzt nicht ganz so schwer auf mich. Ich denke mal, das wird hier auch noch nicht großartig schwerer. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ist übrigens eine sehr nette Level-Idee. Also ich finde schon, dass sich Nintendo hier wirklich sehr viel Mühe gegeben hat. Also da sieht man auch, man kann auch so etwas verstricktere Level bauen und die miteinander verknüpfen. Beziehungsweise man kann hier so Wege einführen, die man eben durch Bob-Ombs hier sprengen lässt. Wo man ursprünglich nicht lang kann und dann erst lang kann, wenn man durch so ein Labyrinth gewartet ist. Also, wie schon gesagt, wieder eine sehr, sehr, sehr coole Level-Idee von Nintendo. Das sind und bleiben einfach die Meister hier der Level-Ideen. So, und nu? Ah, okay. Jetzt muss ich hier ausweichen. Setz mich hier erst einmal unten in diese Kuhle. Und am besten bleibe ich jetzt hier vorne mal einmal kurz stehen, bevor ich hier hochrenne. Und das war's. Da vorne ist schon der vierte Toad. Ja, ob das jetzt 3 Sterne schwer ist tatsächlich, das lasse ich einfach mal so dahingestellt. So, und nun? Was soll ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt nochmal zurücklaufen? Muss ich wieder nach oben? Nee, ich kann ja gar nicht nach oben. Tja, ich weiß jetzt nur nicht so ganz, was ich hier tun soll. Also da zurück komme ich jetzt jedenfalls nicht mehr. Ich meine, hier unten sind 2 Pfeile, aber das hat ja eigentlich nur... Ah, hier an der Seite kann ich noch durch. Da ist der rote Toad. Jetzt haben wir aber wirklich alle. Und damit haben wir diesen Level hier eigentlich auch beendet. So. Und ich denke mal, hier wird auch gleich irgendwann das Ziel schon kommen. Jetzt bin ich hier fast von so einer Flamme getroffen worden. Da unten waren noch 30 Münzen, aber die werde ich jetzt sicherheitshalber nicht holen. Ich möchte nämlich jetzt hier so kurz vor Ende dann tatsächlich nicht drauf gehen. So, und hier renne ich jetzt einfach mal runter. Das hat auch funktioniert. Und... Oh nein, Kamek! Ich springe auf die Axt und habe Kamek besiegt. Also mehr oder weniger, der ist einfach außerhalb des Bildschirms. Aber egal, wir haben alle Toads gerettet und damit diesen Spezialauftrag erfüllt. Und das, liebe Leute, erfüllt mich mit großer Freude. 121 Münzen haben wir nochmal gesammelt. 1195 haben wir jetzt. Und, oh, alle Toads tauchen wieder auf. Wie schön. Toads gerettet! Kommt als Meldung. Und nun? Okay, sie möchte Münzen haben. Die Bauarbeiter sind endlich alle wieder da. Ich muss wirklich mal ein ernstes Wörtchen mit ihnen über ihre Arbeitsmoral reden. Aber genug davon. Wo soll es weitergehen? Ah, und hier können wir ein Buntglas einsetzen für 2000 Münzen. Hol dir beim Vorarbeiter ein paar Aufträge ab und verdiene so viele Münzen wie möglich. Denk immer dran, dass es für einen guten Zweck ist. Okay. Also 2000 Münzen müssen wir hier einsammeln. Die Bauleitung hat von all dem nichts mitbekommen. Du kannst jetzt jedenfalls wieder Aufträge machen.
Das heißt, wir sammeln jetzt einfach mal fleißig weiter. Wir haben noch sehr, sehr viele Aufträge zu erfüllen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit 55 freie Fahrt für Cooper-Autos. Cooper-Autos sind gut. Gehen erst beim dritten Unfall kaputt. Außerdem kann man sie mit dem linken Control-Stick bewegen und die Scheinwerfer tun gar nicht blenden. Sagt ein Nachwuchsmusiker, und der Nachwuchsmusiker, das ist definitiv mein Lieblingsauftraggeber hier in dem Spiel. Den finde ich immer ziemlich, ziemlich cool, den Typen. Und der hat mich mit seinen Aufträgen auch noch nie enttäuscht. Also erreiche das Ziel mit einem Cooper-Auto. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Super Famicom stand da als Meldung. Also wir spielen hier quasi Super Mario Kart. So, ich will den Pilz noch haben. Ich will den Pilz haben. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kriege ich hier nicht den Pilz. Doch! Die Musik ist übrigens auch aus Super Mario Kart. Sehr, sehr, sehr schön gemacht. So, kann ich hier ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen? Ja. Nee, okay, ich werde in die andere Richtung gedreht, einfach nur. So, jetzt aber hoch geht's. Hoch hinaus. Oh, ist das eine tolle Strecke. Also die gefällt mir hier sehr, sehr gut. Die mag ich wirklich gern. Und ich denke mal, damit wird man auch sehr, sehr coole Level bauen können. Also mit dieser Fahrmechanik hier, da freue ich mich auf jeden Fall auf diverse Online-Level. Ich denke mal, da wird es Leute geben, die auf sehr, sehr interessante Level-Ideen kommen werden. Wie schon gesagt, gehe ich jedenfalls fest von aus. Oh, jetzt bin ich da einmal in die Wand gefahren. Und hier will der Bulli mich davon abhalten, das Ziel zu erreichen. Aber das schafft er nicht, denn ich bin cooler als er. Es gibt hier sogar verschiedene Streckenwege und so. Also das war jetzt auf jeden Fall eine der coolsten Aufgaben, zumindest die wir bis jetzt gespielt haben. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr witzig. So, 1406 Münzen. Und wir brauchen natürlich noch weitere Münzen, nämlich 2000. Und deswegen machen wir einfach mal weiter. Und zwar mit 56 die große Käferattraktion. Meine neueste Attraktion für echte Zirkusstars. Ein wilder Ritt auf dem Käferfloß. Halte Y gedrückt, um dir die Käferpanzer zu schnappen. Und wirf sie nach oben, indem du oben hältst und Y loslässt. Wie viele Münzen kannst du aufsammeln, mein junger Freund? Schreibt der Zirkusdirektor. Und das heißt, wir haben hier wieder eine Aufgabe von dem Zirkusdirektor. Sammle mindestens 80 Münzen und erreiche das Ziel. Das dürfte durchaus möglich sein. Ah, eine sehr, sehr traurige Musik im Hintergrund. Traurige Melodie. So. Okay. Puh, vielleicht ist das hier doch anstrengender als gedacht. Ob ich hier schaffe, 80 Münzen zu sammeln? Das weiß ich noch nicht so ganz. Ja, wobei, könnte was werden. Okay. 60 Münzen hatte ich zusammen. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum meine Plattform unter mir kleiner wurde. Wodurch war das denn bedingt? Also warum ist meine Plattform denn kleiner geworden? Oder ist es geplant? Also muss die Plattform hier kleiner werden? Das weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber das werde ich noch herausfinden. Also wie schon gesagt, ich denke mal, die 80 hätte ich hier zusammenbekommen, locker. So. Nein! Ach, okay, ich glaube, man muss die Panzer von oben abwehren. Und dann, ja, okay. Also man muss die Panzer von oben abwehren und dann wird die Plattform, auf der man steht, auch nicht kleiner. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gag hier an der Geschichte. Es ist tricky, auf jeden Fall. Es ist einer der schwereren Levels. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es extrem schwer ist. Es ist einfach, es kommt ein bisschen auf Geschick an. Aber das müsste eigentlich möglich sein. So. Ich muss hier nur aufpassen, dass ich wirklich meinen Helm behalte. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. So. Und dass ich hier wirklich immer diese Viecher abwehre. So. Jetzt gibt es hier nochmal ganz viele Münzen. Oh, die habe ich alle verpasst. Oh, oh, oh. Nein, da war noch eine 50er. Oh, die hätte ich gebraucht. Oh, da unten ist noch eine 30er Münze. Kann ich da hinschwimmen? Nee, kann ich nicht. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht irgendwie in den Panzer rein. Ja, ich weiß nicht so ganz, wie man da unten an die Münze drankommen soll. Auf jeden Fall habe ich 17 Münzen zu wenig. Also da hätte ich ein bisschen
besser werfen müssen, leider. Das ist jetzt nicht so ganz gut gelaufen hier. Man kann hier aber nochmal in die Tür reingehen und ich schätze mal, man kann den Level wahrscheinlich nochmal von vorne beginnen. Ja, das ist dann natürlich doch durchaus fair. Und vor allen Dingen ist auch das hier wieder mal eine coole Level-Idee. Auch alleine die Tatsache, dass man hier eben diesen Level immer wieder spielen kann, indem man am Ende in die Tür reingeht, das finde ich schon kreativ. Also es gefällt mir schon sehr, sehr gut. Man kriegt hier auch immer wieder Leben, das heißt, man kann hier wirklich auch den Level öfter probieren. Okay, jetzt bin ich hier leider getroffen worden, weil ich meinen Helm nicht mehr hatte, aber jetzt weiß ich ja so einigermaßen, wie der Level geht. Ich hoffe einfach mal inständig, dass ich den bei diesem Mal jetzt hier schaffen werde, den Level. Also nächster Versuch. Wie schon gesagt, ein bisschen tricky, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, irgendwie extrem tricky oder so. Also solange man dafür sorgt eben, dass seine eigene Plattform hier nicht kleiner wird, indem man von oben irgendwie da abgeworfen wird, ist das eigentlich in Ordnung. So, jetzt ist hier leider die Plattform ein bisschen kleiner geworden. Ah, naja, muss ich es mit den restlichen Münzen hier probieren. So, 71 habe ich. Oh, 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 meine Plattform ist kaputt gegangen, wie gemein. Ah, deswegen ist das auch so eine miese Stelle, denn die Plattform war dann nochmal extra gekennzeichnet mit Münzen, dass man dann nach oben werfen kann, um diese 50er-Münze zu bekommen, quasi so als Secret. Aber drumrum sind Pow-Blöcke und diese Pow-Blöcke, die zerstören natürlich diese Plattform, die ich hier dabei habe. Und wenn die zerstört ist, dann bin ich natürlich schon ziemlich dran, denn danach kriege ich nicht noch eine Chance. So, zack, zack, zack. Ich werde hier auf jeden Fall besser. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich hier besser werde. Ich weiß, ich wurde jetzt schon wieder getroffen. Das ist aber einfach wirklich ein bisschen Übungssache. Ich habe schon das Gefühl, dass ich auf jeden Fall weiterkomme als am Anfang, beziehungsweise, dass ich mehr Münzen sammeln kann auf dem Weg. Jetzt drückt mir die Daumen, dass dieser Versuch hier zum Ziel führt. So, der Winkel, in dem ich werfe, ist auf jeden Fall auch etwas besser geworden. So. Nicht den Panzer verlieren. Nur nicht den Panzer verlieren. Auch ein guter Name für den Level hier. So. Zack, zack, zack. Ja, die Plattform ist kleiner geworden, aber nicht so schlimm. Und es hat gereicht. Ich habe 80 Münzen zusammen. Ich werde da oben nicht gegen den Pow-Block schmeißen. Das traue ich mich nicht. Aber ich kann den Level beenden. Sehr schön. Also wir kriegen es doch noch hin. Keine Sorge. Alle Aufträge werden hier erfüllt. Und wir haben noch fett Münzen abgestaubt. 142 an der Zahl nehmen wir aus dem Level mit. Und wir kriegen noch die Belohnung. Das heißt, wir sind ein sehr, sehr reicher Klempner mit einer gelben Mütze auf. Schauen wir mal, 1698 haben wir schon. Und das werden jetzt noch mehr. In der Stage 57 mehr Münzen. Na, wer möchte sich heute zu meiner Unterhaltung zum Narren halten lassen? Die Aufgabe ist einfach. 100 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Die Cheep Cheeps und Blooper sollten dabei nicht allzu hinderlich sein, hoffe ich. Sagt der launische Geldsack. So. Mehr Münzen, sammle alle Münzen, 100 und erreiche das Ziel. Ach, der gute alte Geldsack. Das ist hier ein Geber, eine Gebernatur. Das Schöne ist, wir kriegen am Ende dann halt auch wirklich ja 100 Münzen gut geschrieben. Quasi nochmal zusätzlich zu der Belohnung, die wir hier sowieso bekommen würden. Und das finde ich natürlich klasse, denn wie schon gesagt, wir brauchen momentan für dieses Bild, was vorne am Schloss angebracht wird, ja alle Münzen, die wir kriegen können. So. Schauen wir mal hier durch. Zack, ich mache mal so ein bisschen die Cheep Cheeps kaputt. Sollte ich auch tunlichst tun, denn ich brauche ja hier wirklich alle Münzen. Auch eine nette kleine Idee, dass man hier eben immer wieder hoch und runter schwimmen kann zwischen der roten und blauen Plattform. Denn das zeigt einem nochmal, dass man hier wirklich alle Münzen einsammeln sollte. So, da unten haben wir noch welche. Und auch die werde ich natürlich versuchen zu bekommen. Da ist ein Blooper, der verteidigt hier so ein bisschen. Hey, die Münzen! Oh, was ist denn mit dem Blooper los? Herr Lehrer, was ist mit Blooper los? Blooper schwimmt hier unter Wasser und
versucht uns zu killen. Mit einer Tinte, der Tintenkiller. So. Guter Name. Oh, jetzt schwimmt er hier gegen die Wand. Oh, du würdest mir fast leid tun, wenn du mir nicht so zusetzen würdest, beziehungsweise wenn deine Freunde mir nicht so zugesetzt hätten. Ah! Oh, er rächt sich aber ganz schön schnell an uns hier. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Blooper überall. Lasst mich doch in Ruhe. Ey, bei Mario 3D World könnte man da reinschießen. Ah, ich kann hier in die Röhren reinschießen, ihr seht schon. Meiner Meinung nach hätte ich den jetzt eigentlich hier treffen müssen, habe ich aber nicht. Egal, wir kriegen noch eine Blume. Wir werden hier wirklich massiv mit Blumen beschenkt. Finde ich natürlich ganz nett. Und jetzt haben wir die Siegbedingung erfüllt und können hier oben ganz chillig an das Zielnippelchen schwimmen. 10 Münzen kriegen wir nochmal drauf, 110 haben wir insgesamt, plus die Belohnung, die wir für diesen Auftrag bekommen. Also super klasse gelaufen hier alles. Muss man einfach mal sagen, das ist wirklich sehr, sehr schön. Wie viele Münzen haben wir insgesamt? 1958. Wir können schon bald den Auftrag starten für das Peach-Bild. Was machen wir als nächstes? Wir machen jetzt Flucht aus der Wirbelwindhöhle, würde ich sagen. 58. Meine Reisen führten mich einst in eine wundersame Höhle. Sie war ganz tief und voller Wirbelwinde. Kannst du wie ich damals am tiefsten Punkt an einem Wirbelwind B drücken, um rechtzeitig zu entkommen? Ob ich das kann, werde ich jetzt gleich sehen. Also Flucht aus der Wirbelwindhöhle, sagt hier ein todesmutiger Forscher, beziehungsweise das ist der Auftrag, den wir von einem todesmutigen Forscher hier bekommen haben. Kann man hier hoch? Tatsächlich, hier kann man hoch. Ach, Nintendo, ihr wisst ganz genau, wo ich hochspringen werde. Ihr kennt mich besser als ich selbst. So, jetzt haben wir hier die Wirbelwinde. Nein, ich wollte die Münzen sammeln. Jetzt haben wir hier die Wirbelwinde, die mich nach oben tragen. So. Oh, da oben habe ich noch eine Münze. Man soll hier am tiefsten Punkt B drücken. Ah, das ist irgendwie knackig. Jetzt? Aha, doch nicht jetzt. Nein. Ha, wie komme ich denn da oben an die Münze dran? Lass mich hier mal so ein bisschen vielleicht zwischenfallen. Jetzt aber. Nein, auch nicht. Ha. Jetzt auch nicht. Okay, wisst ihr was? Wir lassen die Münze da oben. Ich will die gar nicht mehr haben. Ich habe das Interesse an dieser Münze dermaßen verloren. Nein, ich hätte die Münze natürlich gerne, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, da hinzuspringen. Naja, so, eine Ebene höher. Da haben wir eine Piranha-Pflanze, die aus dem Loch da krabbelt, wollte ich gerade sagen, aus der Röhre krabbelt. Und hier haben wir noch eine, aber natürlich bin ich da professionell. Oh Gott. Professionell, wie ich bin als Let's Player, bin ich da natürlich gegengesemmelt. So, hier sollte ich ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, es ist nicht so klug, mich von den Wirbeln da in die Stacheln reinzutragen. Und da oben geht es dann wieder weiter. Also irgendwie komme ich mit diesen Wirbelwinden nicht so richtig klar. Die machen nicht so hundertprozentig das, was ich will. Hey, da war eine Bombe. Nee. So, die muss ich wahrscheinlich dahin tragen, einfach nur. Ich wusste gerade nicht, dass da Bomben spawnen. Sonst wäre ich da übrigens oben natürlich auch nicht gegengesprungen, sondern ich habe gedacht, diese Bombe würde, diese Röhre würde mich irgendwie in einen geheimen Ort bringen oder so. So, ich kann jetzt hier aber auch hochgehen. Ich kann mich jetzt hier nach oben tragen lassen von so einem Wirbelwind und... Oh, hier werden Wirbelwinde zermatscht. Ah, eine 10er-Münze, nicht schlecht. Ja, die Frage ist, wie soll ich denn jetzt da drüber kommen? Okay, muss ich die vielleicht alle zermanschen lassen hier? Ja, ich glaube, ich muss die alle zerstören lassen. So, das sieht gut aus. Ich renne unter ihm her und wir sind in der Röhre angekommen. Wie viele Sekunden habe ich noch übrig? Schaffe ich das noch? 52. Easy. Das schaffe ich sowas von. Hey, ich will da hoch. So, jetzt bin ich oben und bin durchs Ziel gegangen, kriege zwar keine Bonuspunkte, aber das ist mir egal, denn ich glaube, ich habe genug Münzen zusammen, um den Bauauftrag hier zu erteilen. Schauen wir mal. Ja. Logger, logger, logger. Also ihr seht, wir haben 2162 Münzen zusammen und
Mit diesen 2000 Münzen werde ich hier das Buntglas anbringen. Da es Peaches Castle ist, wird wahrscheinlich Peaches Bild da hängen am Ende. Ich bezahle also meine Münzen und der Bau dauert 5 Runden. Das heißt, im nächsten Part sehen wir dann, was hier am Ende noch passiert, beziehungsweise wie das Schloss dann am Ende fertig aussieht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch bis hierhin gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so freue ich mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.